Jetzt möchte ich euch noch kurz was über die Tonarten erzählen. Die definieren wir über den sogenannten Quintenzirkel. Also die Frage, wie viel Kreuz oder B hat welche Tonart? Wir betrachten jetzt mal die Dur-Tonarten. Das kann man schön schematisch darstellen in diesem Kreis. Wir setzen oben hin. Oh, was haben wir denn jetzt gemacht? Zurück, aber jetzt. Wir setzen oben hin C-Dur. Warum? C-Dur hat keine Vorzeichen, kein Kreuz und kein B. Wenn wir diese Stufen angucken, was ich vorhin gesagt habe, Ganzton, Ganzton, Halbton, Ganzton, 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 Halbton, Ganzton, dann sind es lauter weiße Tasten auf dem Klavier. Jetzt gehen wir einfach in Quinten weiter. Was Quinten sind, habe ich euch im letzten Video erklärt. Dann sind wir C-Dur, eine Quinte hoch, landen wir bei G-Dur. Das schreibe ich hier jetzt mal hin. Und G-Dur hat ein Kreuz, nämlich das Fis. Das sage ich euch jetzt einfach mal so. Ihr könnt es ausprobieren, setzt euch ans Klavier oder holt euch aus dem Internet eine Klaviertastatur. Zählt mal von G, Ganzton, Ganzton, Halbton, Ganzton, 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 Halbton, Ganzton. Dann werdet ihr sehen, beim Fis oder beim F müsst ihr ein Kreuz einbauen, dass da an dieser Stelle dieser Ganzton rauskommt, der da gefordert ist. Sonst ist es nämlich keiner. Sonst hätten wir G-Mixolydisch, das ist was völlig anderes. Gehen wir vom G wieder eine Quinte hoch, dann landen wir bei D. D-Dur. Und D-Dur hat zwei Kreuz. Ich mache es mal symbolisch, zwei Kreuz. Und die heißen Fis und Cis. Hier sind gerade leider keine Notenlinien, darum kann ich es nicht darstellen. Vom D wieder eine Quinte hoch sind wir beim A. Ist also A-Dur. A-Dur hat drei Kreuze. Und ich nehme jetzt mal eine andere Farbe und schmiere hemmungslos die Kreuze rein. Nämlich Fis. Oh, das war ein Bassschlüssel-Fis. Das ist natürlich nicht gemeint. Wir bleiben beim Violinschlüssel, sonst wird es nur komplizierter. Fis, Cis und Gis. Gehen wir weiter im Quintenzirkel, landen wir von A eine Quinte hoch bei E. E-Dur hat vier Kreuze, nämlich Fis, Whiteboard-Spin, Cis, Gis und Dis. Eine weitere Quinte hoch in den Tonarten sind wir bei fünf Kreuzen angekommen. Fünf Kreuz hat H-Dur. Und das fünfte Kreuz, ich mache es jetzt einfach da mal in einer anderen Farbe hin, nehmen wir Lilla. H-Dur hat ein fünftes Kreuz. Fis, Cis, Gis, Dis, Ais. Ein sechstes Kreuz bekommen wir mit der Tonart Fis-Dur. Und hier können wir sie alle in Kombination nochmal hinschreiben, nämlich, also Violinschlüssel mal der Vollständigkeit halber vorne dran. Fis, Cis, Gis, Dis, Ais und Is. Jetzt fragt ihr euch natürlich wahrscheinlich, was sind das für ganze Kreuze, wo kommen die immer her? Das ist ganz einfach. Ihr geht von der Tonart, die gesucht wird, immer einen halben Ton runter. Also die siebte Stufe der jeweiligen Tonart ist das neue Kreuz, was wir brauchen. Bedeutet, ein Halbton unter G ist ein Fis, also hat G ein Kreuz Fis. Ein Halbton unter D ist Cis, also habt ihr Fis und Cis. Halber unter A, das Gis muss dazu. Halber unter E, das Dis muss dazu. Halber unter H, das Ais muss dazu. Halber unter Fis, das... das muss ich denken. Eis muss dazu, natürlich. Eis muss dazu. Jetzt machen wir das Ganze noch in die B-Tonartenrichtung. Ich nehme hier mal jetzt die Farbe Schwarz.
Wir denken jetzt andersrum im Quintenzirkel. Immer Quinten abwärts. Dann kommen wir von C eine Quinte runter bei F-Dur raus. Und ich sag's einfach mal, F-Dur hat ein B, nämlich das B selbst. Von F eine Quinte runter, es sind zwei Bs. Das wäre B-Dur. Im Schnellverfahren weiter. B-Dur eine Quinte runter hat 3B, wäre S-Dur. Eine Quinte runter mit 4B wären wir bei As-Dur. Eine Quinte runter 5B wären wir bei Des-Dur. Und eine Runde wären wir bei 6b und das Ganze wäre Ges-Dur. Fällt euch was auf? Ges und Fis ist wieder die gleiche Taste am Klavier. Das heißt, wir treffen uns im Grunde da unten bei 6b oder 6-Kreuz. Jetzt müssen wir hier natürlich noch überlegen, woher weiß ich, welches b jetzt überhaupt kommt. Und hier ist diese Hilfestellung nicht mehr so einfach wie drüben mit der siebten Stufe, sondern ich muss mir merken, dass immer das B hinzukommt, was als nächstes im Quintenzirkel steht. Das heißt, F-Dur hat ein B. Habe ich ja hier schon reingemalt. B-Dur hat zwei B, nämlich B und S. Violinschlüssel vorausgesetzt. S-Dur hat 3B, nämlich die Bs B, S und As. B, S, As. As-Dur hat 4B, nämlich B, S, As und Des. Des-Dur hat 5B, nämlich B, S, As, Des, Ges. Und Ges-Dur hat 6b, auch das mache ich hier jetzt mal in einer anderen Farbe einfach rein. Ges-Dur hier hat 6b, da kommen wir noch das Ces hinzu. Das hier für Ges-Dur. Damit kann ich eigentlich jede Dur-Tonleiter mir erarbeiten anhand der Bs. Ich kann es auch über die Stufen machen, die ich beim letzten Video erklärt habe. Das Ganze funktioniert theoretisch auch für Molltonarten. Und hier sage ich euch einfach einen Trick. Ihr müsst euch einfach merken, bei Moll, die Formel sage ich mal in Anführungszeichen, minus K3. Heißt, ihr zieht eine kleine Terz ab und habt dann die jeweilige Molltonart. Das heißt konkret, die parallele Molltonart von C-Dur, die also keine Vorzeichen hat, ist A-Moll, kleine Terz drunter. Also Molltonarten haben immer kleine Buchstaben, Durtonarten große Buchstaben, darum mache ich es nur in Kürzel rein. Parallele Molltonart von F-Dur ist D-Moll. Parallele Molltonart von B-Dur ist G-Moll. Von S-Dur haben wir C-Moll. Von As-Dur haben wir F-Moll. Von Des-Dur haben wir B-Moll. Und von Ges-Dur haben wir S-Moll. Nach oben funktioniert es auch. Parallele Molltonart von G-Dur ist E-Moll, von D-Dur H-Moll, von A-Dur Fis-Moll, von E-Dur Cis-Moll, von H-Dur Gis-Moll und von Fis-Dur Dis-Moll. Die oberen, also, oder hier die unteren Tonarten mit den ganz vielen Vorzeichen, die könnt ihr euch wahrscheinlich schenken, aber ich denke mal, wenn man mindestens, als Mindestanforderung, den Bereich von 3 Vorzeichen irgendwie sich aneignet, kann das kein Fehler sein. Das heißt, so... Was ist das jetzt? Ah, okay, so funktioniert es. Ich mache das gerade nochmal weg. Wenn ihr euch
diesen Bereich hier mindestens merken könntet, wärt ihr für den Musikunterricht klar im Vorteil. Also dann, so viel für heute.